Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Gut, die Wache ist da vorne lang gelaufen eben. Ah gut, sieht uns keiner. Hi Katze. Ey, ich denke, ihr mögt keinen Regen. Ich würde mich ja lieber da unterstellen oder so. Ist das hier noch eine Katze? Ach, hier sind wir schon. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Das höre ich mehrmals am Tag. Was? Marigold. Und der Hexer. Sonst noch einer? Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Ich bin doch dabei, Mann. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster. Das ist doch Schwachsinn. Ich bitte dich. Sei still. Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Und einmal Zeichen benutzen. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Ja, geh du vor, ich komm nach. Hier hat einer echt eine Gewindorgie gefeiert. So, seht ihr das? Und ich kann wieder keine einzige Karte aufnehmen. Wir hätten schon so viele Karten, wenn wir immer diese Haufen einsacken hätten können. Ja, nimm alles mit. Lass mich in Frieden! Was denn jetzt schon wieder? Alter, Geralt, auf dem Balken lang balancier. Du bist doch echt waghalsig. Du weißt doch, wie schlecht du mit Fallschaden umgehen kannst. So, das müsste sein. Mal wieder ein bisschen Schnaps auffüllen. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Ach, hier unten. Seid ihr hier lang gegangen? Triss, du gehst vor, dann ihr beide, ich komme hinterher. Alter, okay, ich gehe vor. Stopp. Hörst du? Nee, ich höre nichts. Hörst du? Ja, noch zwei. Schnapp sie! Wo? Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein, hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Sind die anderen alle so schlecht, oder was? Kommt ihr jetzt bitte? Wo ist dein Typ? Alter, was hast du denn da hinten noch gemacht? Noch einen Schnaps gekauft, oder was? Wie geil das einfach aussieht, die Klamotten, ne? Wenn das regnet, dieses Glänzen von dem Leder. Warte. Alter, der Typ ist ja wohl echt arschlangsam, oder? Hast du ein kaputtes Knie, mein Bester? Oder hast keine Lust, oder was? Da lang, sagst du? Also, wenn du so weit laufen musst, um bis zur Kanalisation zu kommen, um nicht hier oben rumlaufen zu müssen, ne? Dann kannst du auch gleich zu den Docks latschen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Komm ich hier rein? Oh, Schlüssel benötigt. Sorry. Verdammt, sie sind schon hier. Moin. Pass auf, er wirbelt! Ich wirbel! Und nochmal gewirbelt! Er ist locker einen Arm weggewirbelt. Tada! Verdammt, wir sind zu spät. Dein Ernst, sind sie alle tot oder was? Wir haben immerhin zwei gerettet. Oh nein. Ja. Und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit.
Ja, natürlich ist es traurig, aber was willst du machen? Wenn hier sogar nur einer war, war es ja noch eine bessere Entscheidung, dass wir den anderen beiden geholfen haben, oder? Ich bin mir keine Schuld bewusst. Hier lang, Geralt. Na gut, aber sie sagt ja, dahinter sind noch mehr. Tatsächlich alles voll hier. Und er sitzt hier auch, der Wegebond, der Junge. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trifft mir schön ab. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tancreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Los, ziehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Genau. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Auf! Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Dijkstra hat extrem blutunterlaufene Augen, ne? Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Alter, ich dachte, ich komme wegen was anderem, ey. Und jetzt bist du auf einmal zicki. Das kannst und das Glück, dass ich überhaupt hier bin. Radovid und der Kult sind dagegen. Sie wollen den Krieg auslöschen. Ja, danke. Brauche ich nicht. Oh, doch. Glück hat geholfen. Dimitrium war. Ja, ist frei. Komm, willkommen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier ist, auch, nicht hier ist jetzt auch frei. Ehrlich. Doch. Das können die nicht mehr glauben. Das bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Da liegt bestimmt was, aber ist jetzt auch egal. Das nehmen wir dafür wieder. Oh, Eisbärenfell. Oh. Kein... Du bist tot und verloren. Das sind Moor-Mixer oder was steht da? Das war schon die nächste Stufe von den Ertrunkenen, oder was? Zeug von Viechern nehmen wir natürlich immer mit. Das ist... Finde einen Weg durch die Kanalisation. Sollen wir den hier nehmen? Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Erst muss ich hier gucken. Lass doch. Mach doch schon. Das müssten wir jetzt gewähren. Einmal kurz umgucken. Gucken, ob wir Baumwolle und... Alter, was war das? Ich habe das so schnell weggedrückt. Scheiße, das sah aber interessant aus. Werden wir schon irgendwann rausfinden. Was hier ist echt, hätte ich nicht gedacht. Scheiße, wie kommen wir bloß hier raus?
nachher töne ich so groß rum und das war eigentlich gar nicht der Weg, den wir eben gesehen haben, wo wir freisprengen. Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Nein. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh, denn da ist noch der einer. Der Weg ist schnurgerade. Nimm uns eine Abzweigung. Zack, Abzweigung. Aber jetzt bin ich ja gespannt. Was ist denn da vor? Da vorne. Beim Eingang gewesen. So, hier. Hier ist nur ein kleiner Raum. Ach so, guck mal. Mit einer total schönen Kiste. Langschwert von Skellige. Zum Glück bin ich hier noch erst wieder hingegangen. Achso, das ist ein Anschlagbrett, was über uns ist, ne? Ich hab mich schon eine gewundert. Bibliothek? Wie geil! Gedichte von Gonzalo de Verzio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alle seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm. Ich sammle so viel ein, wie es geht. Ich hatte mein Inventar gerade erst leer gemacht. Wir können also die Bücher mitnehmen. Hä, wieso nimmt er da nicht? Büchers. Ich hoffe, wir müssen die bloß nicht alle lesen. Genau, ausmachen, sonst sieht uns noch einer. Perlen aus Novigrad. Also anscheinend nimmt er immer nur die doofen Bücher, oder? Gnomische Scherze, das haben wir auch schon ein paar Mal. Der Pferdepfeifer, die Chroniken von Redanien. Noch ein Pferdepfeifer. Pflege dein Schwert, Soldat. Sieh, die da weiß. Ah, das haben wir sogar schon gelesen. Pflege dein Schwert, Soldat. Oder Pferd. Pflege dein Schwert, so wie dein Pferd. Alter, ist das jetzt bald mal gut hier? Wenn ich bloß nicht immer so gierig wäre, ne? Dann wären wir schon lange weiter. Hier liegen noch mehr. Die gesammelten Verse von Gonzalo de Verzio. Gleich zweimal. Sie sagt, das sind alles seltene Erstausgaben. Ups, Entschuldigung. Ich hab zu doll geklopft. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Oh, ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Nein, nein. Der hier ist für immer verloren. Und da jetzt noch zwei. Da saßen noch zwei. Ach, da ist noch einer. Hi, gewesen. Hast du da eine Tür aufgemacht? Gut, Triss. Das perfekte Teamwork. Oh, Schwefel. Ach, scheiße, ich darf nicht so viel einsammeln, sonst bin ich gleich wieder voll. Achso, wir sollen erst die komplette Kanalisation. Wenn die alle mitgekommen wären, dann wären wir doch jetzt schon viel weiter. Hast du das? Was Nö. Ist das? Ratten. Das hörst du doch. Ganz schön viele. Hä? Wo kam der denn her, Mann? Habt ihr es gesehen? Der ist da runtergefallen, oder was? Steck mal den Messer weg hier. Ne, warte, Triss, wir wollen noch erst gucken. Guck mal, hätten wir sonst die schöne zerbrochene Hake. Ich sag immer, ich darf nicht so viel aufsammeln. Und renn dann gleich zur nächsten Kiste und nimm sogar eine zerbrochene Hake. Alter! Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Die greifen an. Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Hm. Alles in Ordnung? Nur ein Daraus kann man doch jetzt ein richtig geiles Ragout machen, ey. Und wir müssen die Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Nein, wir müssen jetzt deine Wunden säubern. Was ist das? Ach, auch wieder Geld. Blumen. Krass, jetzt schlachten die ab und schmeißen die diesen Dingens rein. Manche kriechen dann noch bis hierher, oder was? So, wo bist du denn nun lang? Hier, wa? Ach, komm. Ach, sie ist links abgebogen. Schade, verschlossen. Ach, da hoch. Ja, sag das doch.
Nein! Das war wieder total gut. Triss, du gehst aber auf Wege, ey. So, hier soll ich mich wieder umgucken und irgendwas wegsprengen, oder? Da ist nichts, da ist... Könnte man lang und hier könnte man auch lang. Manuskript, überlegenes Insekti... Alter, Insektoidenöl, Entschuldigung. Oh, das sind ja voll die geilen Sachen. Die muss ich einsammeln. Das ist das Problem. Man weiß nie, was für ein Scheiß da ist. Und wenn ich das erst aufgemacht habe, dann nehme ich das auch mit. Ja, ich weiß, einmal hätte ich noch aufsammeln können, aber... Ja, ich weiß ja nicht, wie viel da noch ist. Ach, jetzt sind wir hier, wo eben die Tür verschlossen war, wa? Ach, hier ist der Weg durch die Kanalisation. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Da war doch noch ein Raum, wo... Und da hoch kann man auch da hoch? Nee. Das ist nur das Fenster der herrlichen Pausung hier. Hi. Wenn hier Monster sind, ist das ja bestimmt... Ey, nicht töten! Nicht töten! Alter Mist, ich komme hier nicht wieder raus. Was ist mit dem denn los? War der benebelt eben? Mann, Mann. So, ich hoffe, hier sind jetzt richtig geile Sachen, weil Asche, Fackel, Leiter, leere Flasche, noch mehr Fackel. Shit. Alles Müll. Das Stahlblech ist vielleicht noch das Beste. Ja gut, hätte ja klappen können. Meine Gier ist so schlimm, dass ich immer 10 Wege... noch mal neu lernen muss. Unten am Hals und an den Schultern. Aber wir müssen ja reich werden. Wir wollen uns so irgendwann ein Haus in Novigrad kaufen, oder? Ja, vielleicht nicht unbedingt in Novigrad. Mal gucken, wie Skellige ist. Wir werden bald nach Skellige reisen. Sollen wir hier lang? Hier ist schon wieder Sackgasse. Kann man hier aufsprengen? Nee. Kann man hier die Tür einfach aufmachen? Ja. Ganz ehrlich, wir hätten die Leute gleich mit dem Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Bisse in den Hals. Und das sind Jäger, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wollten die die Kanalisation von der anderen Seite mal durchgucken, ob da schon Leute fliehen. Mal gut, dass sie schon tot sind. Aber was hat sie getötet? Dieser Trunkenen wahrscheinlich. Oder diese... Nächste Stufe von den Ertrunkenen, würde ich sagen. Ein Katakan! Ein oder ein Katakan. Stimmt, Vampire, da brauchen wir doch irgendein Zeug, oder? Und ich habe nicht gespeichert. Geralt, jetzt helf dir doch mal. Nicht schlecht. Alter Verwalter. Ich hau immer nur daneben. Besoffen bin ich auch. Schieß. Der skalpiert uns. Oh, Geralt, jetzt hau doch mal deinen Babyzahn wieder rein, Mann. Alter. Ist in der Kanalisation immer so viel los? Mhm, zum Glück. Mist, ich bin besoffen. Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Weil ich diesen riefischen Krieg getrunken habe, anstatt das Fleisch zu essen. Und der macht dann einfach nur benebelt, also füllt keine Energie wieder auf, weil dann ist es ja total schwachsinnig, den selber zu trinken. Kriegt man hier eine Trophäe. Monsterherz, Vampirzahn, kleines blaues Mutagen. Schade. Hätte ich gerne gehabt. Das war das also, was sie getötet haben. Hier der kleine... Achso, das ist nur nach oben gehen. Was ist hier nicht alles in der... In der Dings gibt, in der Kanalisation? Ein Vampir. Möwen, hörst du? Wir haben es geschafft. Ja, Möwen hört sich gut an. Trifft Dijkstra am Hafen. Und die anderen, die latschen jetzt alleine. Da können ja... Ach, egal, ich sag schon nichts mehr. Endlich.
Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Tristan hat der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Und du deine Hand ausmachst. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Also deine Hand musst du definitiv ausmachen, sonst fackelst du da noch irgendwas an. Nicht helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Halt die Fresse. Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Alter, und er mit seiner fetten... fetten Axt, hey, der Stickst da, meine ich. Ja, von hinten. Ist total scheiße, gegen so viele Magier zu kämpfen, oder? Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Eine Viertelstunde später. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Ah, man kann es ja versuchen. Frau Merigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance. Aber die haben wir verpasst. Lass es uns nochmal versuchen. Ich habe nicht die Kraft, es zu versuchen. Wenn ich wüsste, dass es funktioniert. Frau Merigold, wir legen ab! Ich wollte jetzt nicht ganz in die Vollen gehen, aber es auch nicht unversucht lassen. Wo fahren die jetzt hin? Nach... Shit, hab ich vergessen. Aber die haben das gesagt. Ach, wir sehen uns wieder. Trissigold. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Nö. Na gut. Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzeballungen, zog einen Nadelstreifenwams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein. Sie sagte, sie würde Frauen bevorzugen. Also habe ich mich betrunken und habe rumgehurt. Und gibt's in der Geschichte auch eine Moral für mich? Nein, nur einen Tipp. Mach's so wie ich. Später, nachdem wir geredet haben. Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns, wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Manard, Arkarey, Guleta? Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Ja, das ist eigentlich... Ja. Das ist eigentlich nicht schlecht. Komm, mach. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig.
Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Visi mir gedient, Radovids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängiger Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Visimir und mir ist es gelungen, durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Radovid der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Radovid der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Wir können nur das sagen. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Dank Dijkstra sind wir überhaupt erst in die Stadt gekommen. Und wenn wir den König töten, dann müssen wir Philippa Eilhardt auch nicht irgendwie... töten würden wir die sowieso nicht. Wir wollen die ja irgendwie uns was ausdenken, was wir da heiliger machen können. Dorsch. Ja, heiliger Dorsch, geidert hier, Erbte. Na gut. Finde ein Schiff nach Skellige. Nein. Wir finden morgen irgendwas anders, aber kein Schiff nach Skellige. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.